Und da willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Minish Cap. Wir hängen gerade bei einem Rätsel hier im Waldschrein, dem ersten Dungeon. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze jetzt erstmal beiseite zu lassen. Und, ja, weiterzugehen und einen neuen Bereich auszukundschaften. Denn wir waren in einer Etage noch gar nicht. Die Etage, wo der Boss ist. Da oben kommen wir auch noch nicht ran, das Herzteil. Da brauchen wir irgendeinen Teleporter für. Mysteriös das Ganze. Wo könnte ich noch lang? Ich könnte noch nach rechts. Rechts weg. Moment, Moment. Ich finde da gerade noch was. Ich finde gerade noch was. Moment. Aber weiter komme ich da nicht wieder raus. Nee, das machen wir zum Schluss. Ich glaube nicht tatsächlich, dass es zum Boss führt. In dem Dingens drin war nämlich, das ist jetzt dämlich, war nämlich noch so ein Spinnennetz in dem Fass drin, was sich gedreht hat. Und ich glaube, damit kommen wir nach unten, also zum Boss halt. So, ich könnte jetzt hier hoch. Das ist der Weg, da waren wir schon. Wir lassen hier alles weg. Irgendwo kann sich immer ein Teleporter oder irgendwas verstecken. Die Frage ist nämlich echt, wo das ganze Zeug ist. Ja, hier, mach auf da. Was zum Teufel? Aber warum komme ich da nicht rein? Wieso komme ich da jetzt nicht hin? Muss ich da von unten lang oder was? Ja, womöglich. Ja, Moment, hier gab es doch gar keinen Weg. Ach, doch, über den Pilz. So, ist hier eventuell irgendwo was. Also wir hängen gerade echt so ein bisschen fest, weil ich keine Ahnung habe, wo es weitergeht. Das war das Schieberätsel, aber das hat mir auch nicht viel gebracht. Das Schieberätsel hat mir tatsächlich auch nicht allzu viel gebracht. Der erste Dungeon fing einfach an, wurde jetzt aber gegen Ende tatsächlich relativ schwierig. Ja, nee. Okay, Moment, dann bringt uns der Weg also auch nichts. Dann bleibt ja eigentlich nur der Rückweg. Ich meine... Und da halt. Aber da checke ich nicht, was ich machen soll. Ich begreife das Krugrätsel nicht. Warte mal, Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, komm schon. Töte es. Eventuell... Bring mich das nach unten. Tatsächlich. Es hat mich tatsächlich weitergebracht. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was hier zu tun ist. Ja, ja, genau. Ach so, ein Pech. Ohne passendes Transportmittel kommen wir hier nicht weiter. Ich habe das passende Transportmittel und jetzt muss ich mich damit von der Wand wegstoßen, nehme ich an. Ja, genau. Runter, runter, runter. Nach links. Runter. Okay. Auch wenn da oben auch noch ein Item war, aber das sehen wir gleich. Ich will jetzt erstmal wissen, was hier drüben noch ist. Weil ich meine, da war ja die eine Truhe da. Oh, geht noch. Fuck. Fuck! Mistvieh. Ich mache extra nur so langsame Schübe, damit ich besser manövrieren kann. Nehme ich das Vieh. Jetzt drehen wir hier noch eine Ehrenrunde. Da kommt irgendwas runtergefallen. Mach. Da brauchen wir einen Schlüssel für, okay. Und ich bin sicher, ich weiß auch schon, wo der Schlüssel ist. Ja, nein, 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 hör auf. Rüber jetzt. Ja, auch das wieder eine ziemlich geile Idee eigentlich. So, und ich halte jetzt mal hier oben an. Ich parke... Meine Seerose in der Mitte, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie wurde ich jetzt gerade weggeschleudert. So, das Vieh kann mal verschwinden, bitte. So, und jetzt hoch da. Gut, genau so. Jetzt ist mit den Grünen ja schon wieder los. Ich muss mir noch angewöhnen. Normalerweise ist es so,
dass du die Krüge nimmst und sie dann auch wieder absetzen kannst. Aber hier musst du die Krüge schieben. Und das ist gerade total ungewohnt, weil man das halt normalerweise in Zelda nicht so macht, sondern halt die Krüge hochhebt und dann da absetzt. Was war jetzt? Hallo? Flitsch? LOL? Okay, ich stand eigentlich genau auf dem Blatt drauf, warum auch immer ich jetzt dreimal ins Wasser gefallen bin. Das sieht aber auch irgendwie so ein bisschen pervers aus. Ich meine, schaut euch das mal an, von der Seite, wie das aussieht. Diese Bewegung dabei. Ja, wo kommst du jetzt her? Du bist ein ungebetener Gast. Du Blödes. So, und das erklärt jetzt auch, wie wir da rüberkommen. So, und jetzt muss ich so ein Krug da drauf schieben. Gleich über die Rose auf die andere Seite und jetzt kommen wir an die Tür an. Und da ist der Schlüssel drin. Und damit kommen wir jetzt rüber zu der anderen Tür. Okay. Das erklärt ja schon mal einiges. Und das halt, wie gesagt, auch noch eine Truhe. Okay. Dann gehen wir jetzt, ja, dann gehen wir jetzt zurück. Gehen wir zurück. Tja, und ich weiß, das sieht echt pervers aus. Aber auch irgendwie geil. Ja, ich mag das Item. Die Ideen hier sind top in dem ersten Dungeon. Ich meine, wie gesagt, es ist der allererste Dungeon. Und dafür ist es schon echt top. Wenn ich da an andere Zeldas denke, da ist es hier schon echt genial. So, euch Viecher brauche ich hier nicht auf meinem Boot. Okay, was haben wir jetzt hier schon wieder? Ich könnte da oben. Ich will aber erstmal zu der großen Truhe. Was so aber nicht funktionieren wird, schätze ich. Ja, war klar. Gut, dann bring mich nach oben. Kann ich den Pilz irgendwie hierher saugen? Ja, kann ich. Das ist geil. Gefällt mir. Nein, nein, nein. Sammel den Rubin ein. Ich habe immer noch ein Problem mit Steuerkreuz und C-Stick. Ich steuere ständig mit C-Stick, aber das ist total ungenau. Leider. Ich meine, ich mache da ja im Grunde genommen nichts anderes als auch nach rechts und links drücken, aber sobald der halt so ein bisschen verkantet, ist das dämlich. Jetzt komm her. So. Und wir finden den großen Schlüssel, den Master Key. Damit öffnet er den. Der, ja, den Bossraum halt. Die Tür zum Bossraum. Wir haben einen roten Teleporter. Der mich hier hochbringt. Und das ist jetzt hier der zum blauen, oder? Und der blaue bringt mich dann zum Herzteil. Aber es gab noch ein Herzteil. Ich habe noch eins gesehen. So, jetzt nehmen wir erstmal das mit. Damit gibt es auch hier in dem Dungeon 2. Okay, wie gesagt, ich habe schon einen gesehen. Ne, jetzt mal hier die Dingens. Wo geht's da genau lang? Da geht's hoch zum Boss. So, den Schlüssel nehmen wir mit. Da finden wir 20 Rubine. Okay. Wie gesagt, hier geht's weiter. Da bin ich aber noch nicht lang. Uns fehlt noch ein Herzteil. Das ich, wie gesagt, auch schon mal gesehen habe. Ich weiß gerade nicht mehr genau wo, aber wir werden es finden. Das bringen wir auf der anderen Seite nach oben. Ja. Okay, gut, dann suchen wir jetzt mal eben das Herzteil. Es kann ja theoretisch nicht so weit weg gewesen sein. Hier nicht. War es nicht sogar hier irgendwo in dem Bereich? Kann sein. Unter Umständen, dass hier eventuell schon was war. Ja, anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir noch weiter. So, eventuell aber auch hier. Das kann natürlich auch gut sein. So, wir saugen hier alles weg. Auf jeden Fall, dass wir irgendwo einen Teleporter oder derartiges finden. Okay, da war es auch nicht. Wir machen in dem Part auf jeden Fall den Boss, keine Sorge. Aber ich muss halt zwingend erstmal das Zeug da finden.
Jetzt komme ich hier gerade ernsthaft nicht weiter, weil das Fass in die falsche Richtung zeigt. Ist das ja so ernst? Fuck! Ja, da muss ich es eigentlich über den Teleporter regnen. Regnen. Über den Teleporter regnen. Alter. Regeln. Weil ich meine, anders komme ich da nicht ran, wenn das Ding so komisch so ausgerichtet ist. Ich nehme mal den blauen. Jetzt bringt der blaue mich da hoch. Jetzt müsste ich hier zurückkommen. Okay. Weil ich war mir jetzt sicher, ich habe irgendwo noch ein Herzteil gesehen. Ich meine, es wäre jetzt Epic Fail, wenn ich mich täuschen würde, aber ich bin mir da relativ sicher. Das hier noch, ach, das ist das Zeug da durchgebrannt, ja. Da komme ich jetzt aber so auch nicht rein. Du blödes Mist, halt, gib mir ein bisschen Herz wieder. Nee, natürlich nicht. So, dann schaue ich jetzt rechts. Was hier? Nein, war's nicht. Da war's. Herzteil erhalten. Aber warum haben wir das vorhin nicht eingesammelt? Ich meine, wir waren doch hier. Habe ich ernsthaft den Raum übersehen? Ich meine, ich muss echt blind gewesen sein, wenn ich das übersehen habe. Also, da tut es mir jetzt auch leid, aber das hätte ich eigentlich sehen müssen. Ja, ich meine, das war ja total offensichtlich. Oder allerdings, der Eingang hat sich erst durch irgendeinen Schalter oder so aktiviert. Das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, komme ich jetzt hier zurück? Nö. Okay, dann halt über das Fass. Nee, auch nicht. Über das Fass. Ja. Komm, 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 komm. Drehen, 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 drehen. Schön. Okay, Leute. Damit haben wir den Dungeon zu 100% abgeschlossen. Sehr schön. Fehlt nur noch der Boss. Ich hoffe, dass der Bosskampf jetzt genauso geil wird. Wie der komplette Dungeon. Weil das war schon echt eine ziemlich krasse Leistung für den ersten Dungeon. Also da, auf jeden Fall Props an die Entwickler. Das war ziemlich geil. Einer der besten ersten Dungeons, die ich jemals in einem Zelda-Spiel gesehen habe. Oftmals sind die ersten Dungeons ja relativ langweilig, aber der war schon echt geil. Coole Ideen. Paar kleine Rätsel. Der war top. So. Ist halt wie gesagt nur die Frage, was wir hier machen. Gar nichts. Weil wir von der anderen Seite kommen müssen. Bin gespannt, ob die Dungeons unterschiedliche Musiken haben. Oder ob das immer dasselbe ist. So, dann kommen wir näher. Sehr schön. Machen hier den Weg auf. Ja, wo war's denn? Ich nicht gerade irgendwo einen Weg aufmachen. Ja, ist washed. Ist washed. So, hier noch ein Herzwert. Cool. Ja, tatsächlich, da haben wir schon mal. Meistens findet man ja auch immer noch mal eine Fehlform-Dings, aber ich glaube nicht, dass es die hier gibt. Und dann gehen wir zum Boss. Ich bin gespannt. Okay. Der Riesenschleimgegner jetzt ein Boss oder wie? Mehrere. Wow, viel mehr. Holy crap. Okay, das ist echt Boss. Du hörst doch schon nicht den Musik. Ich muss ihn ansaugen, wow. Okay. Muss ich den, kann ich den irgendwo dagegen schleudern oder derartiges? Okay, er taumelt auf jeden Fall gerade, aber warum kann ich ihn jetzt nicht angreifen? Ach, jetzt kann ich ihn angreifen, okay, der fällt dann irgendwann um. Also ich muss ihm die Beine wegziehen, dass der ins Taumeln kommt und umfällt.
Die Beine werden immer kleiner. Okay, ich verstehe schon. So, jetzt taumelt er. Fällt gleich in irgendeine Richtung. Dann kann ich draufschlagen. Aua. Schlag halt. Das war jetzt nicht so toll. Aber ich kann dir gut die Beine wegsaugen gerade. Flucht. Gar nicht so einfach. Sieht vielleicht einfach aus, aber man kann, wenn man das Puste-Ding aktiviert hat, nicht so schnell reagieren, wenn er dann irgendwas macht. Komm her. Gib um. Sehr schön. Jetzt hau drauf. Und er lebt noch. So, ich brauche ein Herz. Ziehen die Beine weg, ziehen die Beine weg, ziehen die Beine weg. Gut, 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 gut. Okay, er liegt, schlag zu. Was? Ah, das war auch wieder nicht so toll, weil ich mich verdrückt habe. Wow, da springt nochmal. Fuck, damit habe ich nicht gerechnet. Der springt sogar nochmal. Wie oft springt er denn jetzt? Okay, irgendwie macht er nichts, wenn ich in der Ecke stehe. Lol, ich kann es gerade vorausnutzen hier. Okay. Nee, gut, werf ihn, nimm das Herz und roll weg. So, er kippt um, aber jetzt kann ich ihn anschauen. Nein, wieder falscher Knopf. Schlag ihn. Ist er tot? Ich hoffe. Okay, das war's. Cooler erster Boss. Cooler erster Boss und gar nicht mal so einfach. Also so im Heldenmodus, wo man keine Herzen kriegt, dann wäre der Bosskampf echt richtig, richtig schwer. Aber wir haben es geschafft. Erdelement erhalten. Das Erdelement enthält die Kraft der Erde, die Quelle allen Seins. Cool. Und wir nehmen natürlich den Herzcontainer mit, die Belohnung für einen besiegten Boss. Neben dem jeweiligen Item, das man sucht. So, die Krüge hier zerstöre ich noch. Ach, ist sogar einer da gewesen. Gut, dann gehen wir raus. Sehr schön. Aber wie gesagt, mir hat der Boss unglaublich gefallen. Gut, das Erdelement haben wir. Erzählen wir nur dem Ältesten davon. So. Also wirklich ein cooler Dungeon. Ein sehr, sehr cooler Dungeon sogar. Der Älteste war hier links, oder? Ja, der müsste hier oben gewesen sein. Bams. Hi. Ah, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist doch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Mach weiter so und such das nächste Element beim Gongulberg. Im Gongulberg lebt ein Mann. Unter dem Minich ist er in der Lage, das Schwert neu zu schmieden. Er wird das zerbrochene Schwert der Minich für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Passt auf euch auf. Okay. Geht dort entlang. Das ist eine Abkürzung durch den Wald. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun, dann bring uns doch gleich zum Gongulberg. Okay. Schön, dass wir hier sogar eine kleine Abkürzung kriegen. Wir müssen erstmal wieder groß werden, fürchte ich. Können wir hier sogar. Aber ich will vorher in das Haus rein. Hi. Du siehst wichtig aus. Grüne Kleidung, eine komische Mütze. Bist du vielleicht der Mensch Link, der das Erdelement gefunden hat? Es ist also wahr. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Heureda, der Itemerfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Tut mir leid. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind. Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Bombentasche. Oh. Nice. Und direkt einfach so geschenkt bekommen. Cool. Und 10 Bomben Gras dazu. Räume damit alles Mögliche aus dem Weg. Sehr schön. Bomben sind toll, stimmt's? Ja. Danke. Eines der wichtigsten Zelda-Items. Auf jeden Fall. Ja. Wir werden wieder groß. Ich würde sagen, wir rüsten auch mal die Bomben gleich aus. Die brauchen wir nämlich für gewöhnlich mehr als die... ja. Dingens-Items. So, okay, cool. Jetzt können wir wieder bedenkenlos über dieses Wasser hier drüber laufen. Was haben wir hier? Träger der heiligen Macht des Windes. Flügel mögen nun auch dich tragen.
Würfel. Was war das denn? Es ist explodiert. Kinder, ich guck mal da. Auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal. Was könnte es bedeuten? Ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. Okay. Er hat irgendwas von Wind gesagt. Hier will ich irgendwas mit Wind machen? Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe mich nur verdrückt. Wir gehen auch nach Hyrule Stadt. Okay, da weiß ich tatsächlich gerade noch nicht, was es damit auf sich hat, mit dem Dingens. Aber okay. Wir werden es schon früher oder später noch erfahren. Bams. Bams. Und hier hätte ich jetzt tatsächlich reingekonnt, wenn ich noch klein wäre. Komme ich da lang? Ich weiß jetzt nicht. Da drüben war irgendwo Wasser, gell? Ich kann hier nicht langlaufen, wenn ich klein bin, ohne abzusaufen, oder? Aber vielleicht ist hier nochmal irgendwo so ein Ding. Sehr schade, ich wäre da jetzt gerne reingegangen, aber ich kann nicht schwimmen. Ja, da muss es irgendeinen anderen Weg geben. Sehr schön. Und 5 Bomben gefunden. Bomben erhalten. Sie gehören in die Bombentasche. Jo. Östlicher Hügel. So Leute, und wir machen hier an der Stelle einen Cut. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.